Willkommen zurück, Leute, zu Mario Kart Double Dash mit dem vierten Charakterpärchen, Baby Mario, Baby Luigi. Ich hasse die Babys. Nichtsdestotrotz geht es mit denen jetzt in den Spezialcup. Und da erwartet uns tatsächlich noch ein paar Strecken, die noch nicht geremaked wurden. Ja, ich habe mich da getäuscht. Zum einen natürlich das Wario Colosseum und die Pilz City, die wir bisher schon hatten, sind noch nicht geremaked worden. Aber zwei habe ich natürlich noch vergessen, nämlich die Bowser Festung und das Regenbogen Boulevard. Das Interessante ist, das Regenbogen Boulevard aus diesem Teil hier ist in Mario Kart 10 an der Reihe. Und ich freue mich ja jetzt schon auf Mario Kart 11, wegen dem Mario Kart DS Rainbow Road Remake. Das ist meine Lieblings-Rainbow Road. Das hier ist eine ziemlich coole Strecke, denn wir sind hier praktisch in einem Kolosseum. Also in so einer riesigen Arena. Die Map ist auch wirklich nicht kurz. Hat dementsprechend auch nur zwei Runden. Das ist schon mal sehr speziell. Und hier diese coole, ja, fast schon achterbahnartige Strecke entlang zu fahren, das bockt schon. Das ist auf jeden Fall eine der besten Strecken dieses Spiels. Schade, ich dachte, ich krieg den Panzer abgewehrt. Auf jeden Fall eine der besten Strecken des Spiels. Upsala. Sehr kreativ, sehr cool gestaltet. Die Musik natürlich kennen wir aus Waluigi's Stadium. Und natürlich achte ich immer noch drauf, was hier so alles Augen hat. Die Tribünen haben keine Augen. Die Sprungschanzen, da die Pfeile haben natürlich Augen. Ist ja klar, Mann. Das ist doch gar keine Frage. Ist doch logisch. Und da auch wieder. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass wir Erster werden. Letzte Part ist wieder nicht so gut gelaufen. Ich dachte mir erst so, nimmst den neu... Was zur Hölle? Nimmst den neu auf, denk mal, aber dann habe ich mir gedacht, nee, eigentlich nicht. Ich meine, wow. Hä? Habe ich gerade einen roten Panzer gefangen? Wo kam der her? Dachte mir dann so, nee, das ist ja irgendwie nicht real, ne? Ich meine, ich bin mit dem Spiel nicht sonderlich vertraut, das habe ich auch gesagt. Mangels Gamecube und so. Aber ich wollte es mit euch erleben und wenn ich dann halt fail, dann gehört das halt zum Let's Play und ich denke mal nicht, dass es... Boah, Alter, dass es jemanden gestört hat. Baby Mario! Ich hasse die Babys, ne? Die sind so kacke. In Mario Kart Wii, ich erinnere mich, als ich da probiert habe, scheiße, über einen Stern zu bekommen in den Cups. Immer. Baby Mario hat irgendwas getan, meistens im letzten Rennen, letzte Runde, um mir nochmal diese Sterne zu vereiteln. Und ich spreche gar nicht von den drei Sternen, ich spreche generell von einem Stern, mindestens. So. Und deswegen hasse ich den so ein bisschen. Außerdem finde ich ihn einfach komplett unnötig. Ich finde ihn leider komplett unnötig, es tut mir leid. Ich hasse euch, ne? Ich hasse euch. Die Charakterpärchen ergeben hier gerade so halbwegs Sinn, ne? Und wir beide ergeben halt Sinn. Jetzt habe ich es verstanden. Wir können Items klauen, wenn wir gegen die Fahrer gegenfahren. Wie dumm bin ich denn eigentlich? Dass mir das noch nicht aufgefallen ist. Ich frage mich, ob das schon in den Kommentaren steht. Ach ja. Ach, schaut mal da. Mario und Bowser Jr. Ergibt jetzt nicht wirklich Sinn. Aber ist ja schön, dass es nicht immer dieselben sind. Kommen wir zum Dino-Dino-Dschungel. Das Logo ist ja mal richtig geil. Kehrte zurück in Mario Kart 7. Hier sieht man auf jeden Fall gleich auf den ersten Blick einige Saurier mehr. Die Büsche da haben natürlich wieder Augen. Da vorne fliegt ein Typ. Den Turbostart habe ich, glaube ich, verkackt. Ja, da fliegt ein Typ. Auch im Hintergrund war ein bisschen mehr zu sehen. Die Strecke ist richtig cool. Die ist richtig schön designt. Es sind Dschungel und alles. Der Dino sieht nicht sonderlich gefährlich aus, aber das ist nicht so schlimm. Und wenn ich es hinkriegen würde und nicht darunter gerammt werde, kann man hier auch noch lang fahren. Da hinten im Wasser ist auch noch ein Dino. Genau in diesem Wasser. Der ist mir bisher auch noch nicht aufgefallen, aber er ist da. Die, ernsthaft, habt ihr es gerade gesehen? Da rechts ist eine Abkürzung. Über dem Eingang der Höhle sind Holzbalken. Und diese Holzbalken haben Augen. Ich frage mich nur, warum. Aber das ist eine andere Frage, warum ich gerade das Item verpasst habe. Das... Oh! Zum ersten Mal? Fragezeichen im Let's Play? Ich glaube, ne? Nimm das. Habe ich getroffen? Scheint so.
Boah, wir gingen halt übel ab mit denen, ne? Ich fahre hier trotzdem nochmal lang. Da ist wieder unser Flugosaurus. Wie heißen die denn nochmal? Könnte es ein Aerodactyl sein? Ich weiß es nicht genau. Ne? Das Dinosaurier-Skelett, das nach dem Pokémon benannt wurde. Nicht andersrum. Das ist ziemlich cool. Aber nicht auf Pokémon konzentrieren, sondern auf das Hier und Jetzt. Auf Mario Kart Double Dash. Die Geysirier sind nicht sonderlich gefährlich zum Ausweichen. Aber die Strecke ist, denke ich mal, die einfachste in diesem Cup. Was war denn nochmal die erste Strecke? Ach, das war ja Colosseum. Ja, ich glaube, diese hier ist. Wobei, wenn er jetzt hier lang fährt, das ist schon. Ist nicht schwer, es ist machbar. Da oben die Balken haben Augen. Es ist nicht schwierig, es ist machbar, aber ich denke, man ist hier doch einfacher am Start als im Rest des Cups. Das eine Schild hatte gar kein Auge. Es sah ein bisschen ungewohnt aus. Da auch diese roten Pfeile. Warum haben die denn keine Augen? Ich verstehe das nicht. Die Wolken haben Augen. Aber das ist normal. Sehr gut gemacht, Jungs. Sehr schön gemacht. Ich mag euch nicht. Bisher ganz gut. Alter, 16, 16, 16. In dem Fall bevorzugt das Spiel immer den Spieler. Und jetzt zu einer der coolsten Strecken, Bowsers Festung. Ich finde es ein bisschen schade, dass dieser Bowser-Roboter da, die Statue, ein bisschen unbeweglich ist. Aber der Himmel hier, richtig schön bedrohlich, richtig Bowser-Style. Und die Musik, gruselig. Also richtig nice. Hier haben sie sich aus all den Strecken, die ich kritisiert habe bisher. Ne? Da war keine auch nur ansatzweise so cool wie das hier. Oh, ah. Der Spezialcup ist daher meiner Meinung nach auch der beste Cup. Er hat die coolsten Strecken. Und einfach alle Strecken, die mir sehr gut gefallen. Die Musik ist so geil. Oh, ah, ich hab's überlebt. Schade, ich wollte ihm eigentlich den roten Panzer klauen. Das ist so cool, hier geht es rum. Ich fahr um die Kurve und bin blöd. Warum auch immer. Wenn wir, ich weiß nicht, ob das in 150 sogar so schon geht, dass wir einfach rüberfahren. Ja, das geht. Sonst brauchen wir, glaube ich, einen Pilz. Alter, das Schild hat böse Augen, habt ihr es gesehen? Oh mein Gott. Die Berge da hinten auch Augen. Hatten die irgendwie einen Fetisch oder sowas? Ist doch irgendwie interessant. Dass nicht die einzelnen Mauerblöcke Augen haben. Okay, ich höre schon auf. Ich höre schon auf, will doch nur nach Hause, oh mein Gott. Scheiße. So. Achtet mal drauf, die Schilder haben hier böse Augen. Die Fireheads, die Hotheads, haben auch kein Gesicht. Aber ich höre schon auf. Bitteschön. Das war jetzt, ja, blöd. Da, Bowser Jr. ist an der Wand zu sehen. Da, das Schild böse. Böses Schild. Übrigens nett, dass Bowser überall Schilder hinstellt. Also die Strecke ist uns auch ein bisschen confusing, aber das Ganze trägt dazu bei, dass das Ganze ein bisschen glaubwürdig erscheint. So wie das. Ah! What the fuck? Lol, ich lebe noch. Wie das Ganze aufgebaut ist. So. Auch am Ende hier dieses lila Wasser. Das ist bedrohlich. Ich denke, das kann man so sagen. Was? Die verletzen einen? Wusste ich gar nicht. Okay, langsam muss ich mich vorbereiten auf das große Finale. Das gleich auf uns warten wird. Aber zuvor müssen wir noch dieses Rennen hier hoffentlich mit dieser Platzierung abschließen. Wir haben gerade einen. Nee, Vorsprung kann man es eigentlich nicht nennen. Boah. Hatte ich gerade kurz Orientierung verloren, deswegen die Scheiße. Die Items nicht gekriegt. Nein. Nein, ich habe nach hinten nach vorne geschaut. Ah. Nein! Ich wollte zu viel. Ja, wo spawn ich denn? Hey, die sind gegen die Wand gefahren. Warum fahren die gegen die Wand?
Nein. Das ist doch... Hey, die wurden auch getroffen. Oh mein Gott. Fahr ins Ziel. Fahr ins Ziel, Baby Luigi. Holy shit, Alter, man konnte den Motor von denen hören. Das war ja krass. Okay, Leute. Dann jetzt zum Finale. Wir dürfen es nicht verkacken. Sonst haben wir verloren. Wobei, warte. Wenn der Zweitplatzierte, der jetzt gerade Zweitplatzierte, 10 Punkte bekommt, hat er 34. Wenn wir 8 bekommen auf dem zweiten Platz, dann bekommen wir auch 24. Also halten wir dann gewonnen. Trotzdem, wir wollen Erster sein. Auf dem Rainbow Road Boulevard Teil. Ich finde es sehr interessant, wie sich hier Wolken drin spiegeln, obwohl oben drüber keine Wolken zu sehen sind. Und auch unten drunter nicht. Ich frage mich ein bisschen, wie die zustande kommen, aber ist in Ordnung. Das ist so cool und die Musik ist nice. Die ist schon ziemlich steil. Also die Doppelstrecken haben gerne mal ein paar tricky Kurven. Das ist awesome und mega. Aber das hier ist nochmal eine andere Liga. Nein, lass mich in Ruhe. Bitte. Nein, wo fahr ich denn hin? So. Ich sehe keine Wolken, Leute. Unter uns ist Pilz City. Das muss man mal kurz angemerkt haben. Unter uns ist Pilz City. Da liegt eine Banane. Doch nicht. Das ist ziemlich cool. Ähnlich haben sie es ja auch in Mario Kart 8 dann gemacht mit der Rainbow Road. Und da habe ich wie das klassische Theme. La la la. Das ist so nice. Mario Kart 64 Rainbow Road, als sie geremaked wurde in Mario Kart 8, hat man ja auch eine Stadt drunter gepackt, die vermutlich die Stadt von Toad Harbor ist. Also von Toads Haftstadt. Brumm, brumm. So. Schade wirklich, dass Mario Kart 8 Deluxe keine neuen Strecken bekommt, scheinbar. Das ist wirklich böse. Deswegen werde ich mir das Spiel nicht kaufen. Das heißt, ja, wir werden beim alten... Ich habe es schon vorher gesehen, deswegen habe ich nichts gesagt. Hallo. Beim alten Mario Kart 8 bleiben. Voraussichtlich. Ich sollte aufhören zu driften. Ich kann das nämlich nicht. Oh, war gar nicht mal so doof. Ich vermeide hier auch gerne die Boost Pads, weil sie gefährlich sind. Die Rainbow ist auch noch schön lang, ne? Die ist nicht so wie die Mario Kart 8 Rainbow Road, so richtig kurz und irgendwie nichts sagen, sondern das ist hier nochmal so ein, wirklich so ein Erlebnis, also die ist knifflig zu fahren, die hat eine coole Musik, ein nices Design, das hier ist ziemlich interessant. Wo ich auch nicht so genau weiß, was es soll, aber es ist da und es ist cool. Oh Gott, es soll cool sein. Es ist gut so. Wenn es cool sein soll und es ist cool, dann ist es alles im Rahmen. Ich möchte trotzdem Erster sein. Ich glaube nämlich, dass die beiden tatsächlich auch unsere Konkurrenten sind. Bowser und Wario. Das ist die beiden sind, die wir jetzt auf jeden Fall noch beseitigen sollten. Ihr zwei, ne? Wow, der rote Panzer, Alter. Hat ein bisschen gedauert, bis er die getroffen hat. Sind wir im Online-Modus, oder was? Das darf nicht wahr sein. Ich töte mich. Das gibt es nicht. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, come on. Ja, ja, genau. Triff mich doch noch. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Normal. Ich lebe noch. Wieso lebe ich noch? Weil ich davor schon genug gepeinigt wurde, hä? Was soll das? Ich kotze gleich im Strahl. Danke. Oh Gott. Der Stern. Ja, scheiße, Leute. Das hat nicht gut geklappt. Das hat überhaupt nicht gut geklappt. Ich wusste, dass es nicht gut klappen wird, weil es die fucking Rainbow Road ist und ich sie nicht kann und ich... Boah. So ein Ärgernis. So ein Ärgernis. Können wir wenigstens noch Vierter werden? Scheinbar nicht. Schade. Geil. How to verkack in Mario Kart Double Dash. Einfach mein Let's Play anschauen. Oh mein Gott, wir sind Dritter.
Oh, Scheiße. Mach's weg. Oh Gott, mach das weg. Oh mein Gott. Ey, ich will meinen Namen eigentlich für so einen Scheiß einspeichern, aber. Die Credits gucken wir uns am Ende des Let's Plays an. Es ist ja noch nicht vorbei. Wir wollen noch die Meisterschaft spielen. Und gibt es hier auch noch einen Spiegelmodus? Eigentlich schon. War ich das verpasst? Sonst gibt es ja auch noch diese Meisterschaft. Die wollen wir noch machen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Part dann wieder mit dem Meisterschaftsmodus. Ganz genau. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao.